Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. 30. Spieltag, Nachholspiel Hertha gegen Freiburg. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Samstagskonferenz und der komplette 32. Spieltag folgt in Kürze. Heute Nachholspiel. Viel Spaß. Nachholspiel Nummer 2 für die Hertha gegen den SC Freiburg. Das 1:1 gegen Mainz 05 war sicherlich schon ein kleiner Schritt, aber es müssen jetzt auch Siege her. Gegen den Sportclub aus Freiburg sollte das eben hier gelingen im Olympiastadion. Und sie hatten den Superstart mit einer Führung in der 5. Minute. Jean Córdoba, vorgelegt von Khedira mit dem Kopf zu dem Kolumbianer im Sturm, der den dann mit dem Kopf einmal eben vorgelegt bekommt und dann stark abschließt. Der SC Freiburg aber möchte die Saison nicht einfach so austrudeln lassen, sondern hat auch noch vor, ein paar Punkte zu sammeln. 9. Minute, die Antwort folgte auf dem Fuße. Keitel schließt ab aus 16 Metern, wird von Stark noch behindert. Schwolo kann parieren. Eine sehr ordentliche Anfangsphase, die Hertha ja erst mit dem zweiten Spiel nach der Zwangsquarantäne. Die konnten sie hier gut aus den Knochen spielen. 15. Minute, nächste Möglichkeit. Florian Müller mit der Parade. Kein Abseits, aber dann auch eben stark gehalten. Etwas mehr als 25 Minuten gespielt. Nun wieder der Gast aus Freiburg mit Keitel, Höfler, super Pass, Höhler vorgelegt zu Demirovic und Ausgleich. 27. Spielminute, 1:1. Verdientes Ergebnis, ausgeglichenes Spiel, ausgeglichenes Ergebnis. Jetzt wiederum die Hertha. Mit Gendouzi, Khedira hat schon eine Vorlage und bekommt die zweite. Weil Kunja diesmal besser abschließt als noch gegen Mainz, lässt Müller keine Chance. Zu kurz die Distanz, zu wuchtig. Der Schuss trifft da gut mit dem Vollspann, hoppelt einmal vorher noch auf und dann bekommt er die nötige Wucht. 2:1 nach 45 Minuten war wirklich ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Der SC Freiburg wollte das weiterhin nicht auf sich sitzen lassen und zumindest einen Punkt wollte man ins Breisgau wieder mitnehmen. Jonathan Schmid. Keitel, Höfler. Die Lücke zu finden, nicht gerade einfach, aber es gelang ihm noch. Demirovic, aber hier Schwolo diesmal der Gewinner im direkten Duell mit dem Freiburger Stürmer. Kurze Distanz, aber eben nicht hart genug geschossen. Danach verflachte das Spiel ein wenig, nicht mehr so unterhaltsam wie die erste Hälfte. Hertha verteidigte nunmehr. Standardsituation nochmal Kopfball Lienhardt, der bleibt aber hängen in Stark. Und das war tatsächlich auch die letzte große Möglichkeit, die so groß gar nicht war. Es endet mit 2:1, wichtige Punkte für die Hertha. Der Klassenerhalt ist noch lange nicht sicher, aber das hier sind drei essentielle Zähler. Jo, hier habt ihr einmal die Tabelle ganz kurz im Überblick. Das Ergebnis 2:1 würde das bringen. Bleibt gesund, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und adios.